Wenn wir heute den Fernseher einschalten, haben wir manchmal das Gefühl, dass die Welt untergeht. Auf der anderen Seite haben wir den größten Wohlstand aller Zeiten. Wenn wir heute in Europa leben, dann müssen wir uns einfach bewusst machen, wie gut es uns auf der einen Seite geht. Wenn wir uns die Hand brechen, gehen wir in das nächste Krankenhaus und jemand kümmert sich um uns. Wenn wir Durst haben, können wir sogar das Wasser aus der Toilette trinken. Und wenn wir angestellt sind und unseren Job verlieren, gibt es immer noch ein System, welches uns auffängt. Zeitgleich haben wir große Herausforderungen vor uns. Wir haben eine Ungleichheit zwischen den Menschen, die auf der einen Seite nach außen reich wirken und denen, die wir als arm quasi bezeichnen. Wir haben immer noch eine Ungleichheit, wenn es darum geht, welche Chancen wir Frauen geben. Wir haben ein großes Klimathema, wo wir wissen, das kann kein Land dieser Welt für sich alleine schaffen, sondern nur wir gemeinsam. Und ein anderes Thema ist natürlich, wie wir auch mit den verschiedensten Generationen umgehen. Und sehr, sehr viele Menschen, die stecken den Kopf gerne in den Sand und sagen, hey, diese Zukunft kannst du vergessen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, wie es besser wird. Ich habe nur ein großes Glück. Ich verbringe die Hälfte meiner Arbeitszeit mit jungen Menschen. Ich bin in den Schulen, ich bin dort bei den Menschen, die in den nächsten Jahren die Erwachsenen unserer Welt sind. Und wenn man mit Jugendlichen auf Augenhöhe spricht und sie fragt, was sie für Ideen haben für die Zukunft, dann sieht man, dass über alle Ebenen, wie wir leben werden eines Tages, diese Jugendlichen sehr, sehr oft Inputs haben, Ideen haben und Gedanken haben, die wir Erwachsenen schon längst auf die Seite geschoben haben. Wenn ich mit Jugendlichen spreche in ganz Europa, dann hörst du ganz genau, ihnen sind die Menschenrechte wichtig, aufeinander zu achten, miteinander nicht immer zu streiten, gemeinsam etwas zu erschaffen. Die können teilweise überhaupt nicht nachvollziehen, wie es sein kann, dass in unserer heutigen Welt die ganzen Entscheider und Entscheiderinnen eigentlich am Ende des Tages immer nur streiten und versuchen, für sich selbst mehr Macht zu erhalten. Und eine Ökonomie der Menschlichkeit bedeutet, das Beste aus der Welt, des Menschen, der Wirtschaft, der Bildung, der Gesellschaft heranzunehmen, zu vermischen und Dinge zu erschaffen, die uns alle nach vorne bringen. Denn wenn wir mal mit den älteren Menschen in der Gesellschaft sprechen, dann werden wir wissen, dass vor über 70 Jahren, als noch der Krieg war in Europa, dass eine Zeit war, wo die Menschen sehr, sehr, sehr hoffnungslos waren. Aber dann, in der Nachkriegszeit, hat man oft quasi sehr stark zusammengehalten, hat darauf geachtet, dass diese Welt eines Tages für die eigenen Kinder viel besser ist, als sie es damals war. Und diese Welt voller Wohlstand, die wir heute haben, wurde auf dem Rücken der älteren Generationen aufgebaut. Und dafür müssen wir dankbar sein. Das waren die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass wir heute diesen Wohlstand haben. Aber zeitgleich geht es auch darum, den neuen Ideen zuzulassen, an die Jugendlichen zu glauben, mit ihnen zu sprechen und nicht nur zu glauben, dass das junge Menschen sind, die nur in ihre Mobile-Phones blicken und denen alles komplett egal ist. Es geht darum zu verstehen, dass diese Jugendlichen von heute einen ganz neuen Zugang haben zu Technologie, zu Innovation und sich ganz andere Fragen stellen dürfen, die die Generationen vor uns sich gar nicht stellen konnten, weil das Leid zum Beispiel in Europa noch viel zu groß war. Deshalb, mein Appell ist, wenn wir Zukunft gestalten wollen, müssen wir auch alle Sichtweisen zulassen. Wir müssen die Sichtweisen zulassen der Menschen mit der Weisheit des Lebens, die älteren Menschen, aber auch die Jugendlichen, die die Dynamik haben, andere Fragen stellen, viele Dinge hinterfragen, teilweise noch diese ungebremste Energie haben, die man so sehr benötigt, um einen großen Marathon des Lebens auf die Schultern zu geben, um vielleicht neue Ideen umzusetzen. Und jeder Einzelne von uns kann dazu was beitragen. Wenn wir eine bessere Welt wollen, dann dürfen wir nicht sagen, dass sich die Gesellschaft verändern muss, sondern was wir verstehen müssen, ist, dass jeder Einzelne von uns, du und ich, wir sind jeden Tag Teil dieser Gesellschaft. Als Vater, als Mutter, als guter Freund, gute Freundin, als Arbeitskollege, egal in welcher Rolle, wir gestalten diese Gesellschaft. Und erst wenn du beginnst, oder auch ich, eine neue Haltung zu bewahren und verstehen, dass jeder Mensch da draußen mindestens eine Sache sieht, fühlt oder spürt, die du nicht siehst oder die ich nicht kenne. In der Sekunde, wo wir offen werden und neugierig werden für das Wissen anderer, gerade auch für junge Leute, in der Sekunde erweitern wir unsere Gedanken und werden aber auch ein Vorbild für andere Menschen, die vielleicht nur mit Scheuklappen durch die Welt laufen und es nicht schaffen, die verschiedenen Welten zu kombinieren. Denn was unsere Welt heute mehr denn je benötigt, ist kein Entweder-Oder in der Welt, sondern eine Welt des Sowohl-als-Auch. Und in der spielen Jugendliche, aber auch ältere Menschen genauso eine gleichberechtigte Rolle. Dankeschön. Mein Name ist Ali Malocci. Ich bin EU-Jugendbotschafter, Gründer der Plattform Watcher2 und CEO von Future One. Und ich bin bei UNICEF Ehrenbeauftragter, um darauf hinzuweisen, dass wir in der besten aller Welten leben, aber trotzdem große Probleme auch haben für junge Menschen. Und ich freue mich unfassbar, heute eingeladen worden zu sein bei euch. Und vergesst bitte eines nicht. Ihr seid wirklich die Gestalter dieser Welt und das solltet ihr niemals vergessen.